Zuletzt noch U17-Trainer bei Werders Youngsters, davor Co-Trainer bei Schalke 04 und nun soll Sven Hübscher Werders zweite Mannschaft in der dritten Liga vor dem Abstieg retten. Hübschers Team in Grün-Weiß startet gegen Wien Wiesbaden, den Tabellendritten, effektiv. 29. Minute, erste Chance, Tor. Dank Usman Mané geht Werder als Außenseiter in Führung. Danach hat Hübschers Team Glück, dass es nicht den Ausgleich kassiert. Doch am neuen Innenverteidiger Marco Friedl von den Bayern gibt es in der ersten Hälfte kein Vorbeikommen. Erstes Spiel, 1-0 Führung zur Pause, das Debüt von Sven Hübscher als Cheftrainer läuft. Werder ist seit 19 Spielen ohne Sieg. Alles sieht danach aus, dass diese Schreckensserie ein Ende hat. 2-0, 68. Minute. Wieder ist es Usman Mané, auch wenn das Tor nicht hätte zählen dürfen. Unser Videobeweis entlarvt Mané im Abseits. Es riecht nach einem Sieg unter Sven Hübscher, denn 88 Minuten führen die Bremer ohne Gegentor. Doch dann das. Nach vielen Chancen belohnt sich auch Wien Wiesbaden, der 1:2 Anschlusstreffer verdient. In der Nachspielzeit löst Werders Marco Friedl diese Szene äußerst unglücklich. Handspiel, Elfmeter, 2:2. Binnen 5 Minuten kassiert Werder noch den Ausgleich. Also wenn man uns vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir heute einen Punkt mitnehmen können, dann wären wir sicherlich zufrieden gewesen in unserer jetzigen Situation. Aber so fühlt es sich natürlich extrem bitter an. Werder bleibt Vorletzter, hat 7 Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze. Noch viel zu tun für Sven Hübscher.